Trotman. Tja, ist immer hilfreich, wenn ein Film den Namen der Hauptfigur trägt und man selber damit überhaupt nichts anfangen kann, erst recht, wenn es eine Biografie ist. In diesem Fall haben wir einen etwa 120 Minuten Film und wenn ich jetzt sage, wer Trotman ist und worum es geht, habe ich die ersten 90 Minuten relativ knapp zusammengefasst, denn der Film beginnt im Jahr 1945. Bert Trotman ist ein deutscher Fallschirmjäger, der kurz vor Kriegsende in britische Kriegsgefangenschaft gerät. Dort verbringt er eine gewisse Zeit in einem Lager, aber durch Zufall wird entdeckt, dass er ein hervorragender Torwart ist. Ein örtlicher Trainer nimmt ihn, um einen anderen Spieler zu ersetzen für den örtlichen Verein. Und das ist dann nur der Auftakt, dass er anfängt, einerseits sich bei der entsprechenden Familie wohlzufühlen und dort auch nach und nach aufgenommen wird, die Tochter heiratet. Und andererseits macht er eine unglaubliche Karriere, indem er vom kleinen Torwart zum Torwart von Manchester United ist, dessen Posten er über viele Jahre behält. Allerdings ist er natürlich mit ständigen Anfeindungen und Problemen beladen, da er halt als Deutscher in England sehr verschrien ist. Wie gesagt, die Story von einem Soldaten, der durch Zufall in eine Fußballmannschaft kommt und dann entsprechend aufsteigt. Das macht ungefähr zwei Drittel oder so, drei Viertel des Films aus und ist relativ plotarm, denn der Trailer hat es gezeigt, die Inhaltsangabe erzählt es und es ist ja auch oftmals so, nicht das Ziel ist das Interessante, sondern der Weg dahin. Das heißt, ich weiß aus dem Trailer bereits, dass er die Tochter des Fußballtrainers heiraten wird. Ich sehe aber natürlich dann im Film, oder finde ich es interessant, Szenen zu sehen, er trifft sie das erste Mal, sie können sich nicht leiden. Wo wird es dazu kommen, dass sich die beiden ein wenig annähern und wie auch immer. Genauso die Fußballgeschichte, die verläuft so geradlinig. Das ist geradezu überraschungs- und ereignisfrei. Aber der Film macht trotzdem durchaus Spaß, beziehungsweise er hat einige sehr wundervolle Momente und leider auch so ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren. Das ist für mich vor allem, der Film stellt ja wohl, soweit wie er sich verkauft, eine reale Geschichte nach. Trotman hat es wirklich gegeben, diese Entwicklung hat es wirklich gegeben. Deswegen werfe ich ihm nicht vor, dass er nicht wirklich einer richtigen Dramaturgie folgt. Das heißt, es gibt Personen, die auftauchen, durchaus wie wichtige Figuren eingeführt werden und dann schlagartig aus dem Film verschwinden. Oder aber, dass sich das Szenario ändert. Das heißt, das Lager, in dem er sich befindet, nimmt einen gewissen Teil des Films ein und ist dann schlagartig beendet. Und so gibt es noch andere Parts oder Figuren, die sind teilweise da, verschwinden relativ schnell. Und wenn es im wahren Leben so gelaufen ist, dann nehme ich dem das ab. Aber eben, es gibt Figuren, bei denen ist das schade. Es gibt zum Beispiel eine Gestalt, mit der er sich in dem Lager anfreundet und er verschwindet schlagartig aus dem Film und man fragt sich dann, wozu war das vorher gut. Des Weiteren ist die Figur des Trotman etwas zwiespältig, weil sie wird von David Cross wunderbar gespielt. Aber Trotman wird eigentlich nahezu gar nicht hinterleuchtet. Es wird irgendwo mal im Nebensatz erwähnt, dass er aus Bremen stammt, aber man erfährt relativ wenig bis gar nichts über die Hauptfigur, außer dass sie eine ziemliche schmerzliche Erinnerung mit sich rumschleppt, die im Film immer wieder an unerwarteten Stellen aufploppt, wo man sich dann fragt, warum muss der Regisseur das jetzt hier einsetzen? Das heißt, die an sich positive und unbeschwerte Stimmung des Films, oder zumindest optimistische, wird dann immer wieder durch ganz überraschend einsetzende Rückblenden gebremst. Aber nichtsdestotrotz, der Film hat ein großartiges, optimistisches Gefühl, sympathische Figuren, einen ruhigen Erzählfluss und auch wenn nicht viel passiert, ist das Ding ganz großartig, ja. Und dann dachte ich eigentlich, jetzt könnte man schon den Abspann einsetzen, aber wie gesagt, da ist man erst nach 90 von 120 Minuten und dann nimmt der Film eine so brutale Wendung, wenn der Film ein Auto wäre, das eine Straße entlang fährt, der reißt auf einmal so brutal das Lenkrad rum und geht nochmal in eine andere Richtung. Das wird wahrscheinlich die wahre Geschichte von Trotman sein. Ich selber kannte sie nicht, deswegen trifft mich die finale Entwicklung wie ein Faustschlag. Und das, was der Film dann in der letzten halben Stunde macht, ist auch nicht schlecht. Aber wenn man anderthalb Stunden in der einen Stimmung verbracht hat und dann so rabiat in eine andere versetzt wird, ich hörte jemanden sagen, dass er das als anstrengend empfunden hat. Und ich muss auch sagen, dass ich bei dem Film bis vor diese finale Entwicklung mit guter Laune da gesessen habe und auch ein Lächeln im Gesicht hatte und danach jetzt doch etwas emotional und schwermütig nach Hause gegangen bin. Das ist natürlich schade, aber auf der anderen Seite zeigt es, was für eine emotionale Wucht dieser Film hat, denn um zum Ende zu kommen, ich empfehle ihn komplett, er ist nicht perfekt, es gibt einiges, was man daran kritisieren könnte und wer Harry Potter mochte, wird es etwas verwunderlich finden, Dudley hier als bösen Kommandanten zu sehen, aber der Film ist wunderbar inszeniert,
hat sehr viel Gefühl und geht stellenweise wirklich zu Herzen. Deswegen nicht tadellos, aber doch sehr gut. Deswegen 4 von 5 Punkten von mir für Troutman. Muss auch sagen, dass ich dir von dem Kerl von dem Film nie gehört habe. Wie geht euch das? Habt ihr den Film gesehen? Kennt ihr die wahre Geschichte und werdet ihr euch diesen ansehen? Das und was auch immer euch einfällt, haut es doch mal rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.